Hallo, ich lese Medikamente im Test Bluthochdruck von der Stiftung Warentest mit großem Ratgeberteil. Ich bin angekommen im letzten Kapitel. Medikamente bewertet. Medikamente von A bis Z führt in alphabetischer Reihenfolge rezeptpflichtige Medikamente auf und die werden danach in alphabetischer Reihenfolge nach Wirkstoffgruppe nochmal abgehandelt. Und ich bin angekommen bei den Calcium-Antagonisten. Prost. Calcium-Antagonisten sind Gegenspieler zu Calcium, das an den glatten Muskelzellen der inneren Organe wirkt. Wenn Calcium in die Muskelzelle einströmt, ziehen sie sich zusammen, sodass sich die Ader verengt. Calcium-Antagonisten verhindern dies, sodass die Blutgefäße weiter weitgestellt bleiben. Dadurch verringert sich der Widerstand, gegen den das Herz das Blut durch den Kreislauf pumpt. Der Blutdruck sinkt. Amlodipin, Nitrendipin, geeignet bei hohem Blutdruck. Diltiazem, Felodipin, Isradipin, Lercanidipin, Manidipin, Nifidipin, mit verzögerter Freisetzung, Nilvadipin, Nisoldipin, Verapimil. Geeignet bei hohem Blutdruck in Kombination mit anderen Wirkstoffen, zum Beispiel Diuretika, ACE-Hemmer. Die sind mit Einschränkung geeignet bei hohem Blutdruck als alleiniges Präparat, wenn geeignete Mittel nicht eingesetzt werden können. Folgeerkrankungen werden nur in geringem Ausmaß vermieden oder dies wurde bisher nicht ausreichend untersucht. Und jetzt haben wir hier in Rot Nifedipin mit schneller Freisetzung. Wenig geeignet bei hohem Blutdruck für die Dauerbehandlung, weil es sich um einen kurzwirkenden Calcium-Antagonisten vom Nifedipin-Typ handelt und das Mittel nicht retardiert ist. Es besteht ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Ereignisse. Es gibt zwei Arten von Calcium-Antagonisten, die einen ähneln in ihrer Wirkung, dem Verapamil. Deshalb werden diese Wirkstoffe als Calcium-Antagonisten vom Verapamil-Typ bezeichnet. Hierzu gehört neben Verapamil noch Diltiazem. Alle anderen Wirkstoffe leiten sich von Nifedipin ab und gelten deshalb als Calcium-Antagonisten vom Nifedipin-Typ. Substanzen vom Verapamil-Typ senken nicht nur den Blutdruck, sondern verlangsamen auch den Herzschlag. Calcium-Antagonisten vom Nifedipin-Typ dagegen wirken überwiegend auf die Blutgefäße und beschleunigen den Herzschlag eher. Nur bei den länger wirkenden Substanzen wie beispielsweise Amlodipin oder Nitrendipin sowie bei Retard-Präparaten ist das nicht der Fall. Bei hohem Blutdruck sollten in erster Linie Amlodipin oder Nitrendipin aus der Gruppe der Calcium-Antagonisten vom Nifedipin-Typ eingesetzt werden. Beide Wirkstoffe verringern das Risiko, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu bekommen, sowie die Wahrscheinlichkeit, daran zu sterben. Wichtig zu wissen: Wichtig ist, dass Sie die Mittel angepasst an Ihren persönlichen Blutdruckverlauf innerhalb eines Tages
möglichst immer zur gleichen Zeit einnehmen. Das Zahnfleisch kann sich verdicken, bluten oder sich entzünden. Vor allem, wenn Sie gleichzeitig Medikamente einnehmen, die das Immunsystem unterdrücken. Zum Beispiel Cyclosporin nach Organtransplantationen. Suchen Sie dann einen Zahnarzt auf. Bei bis zu 10 von 100 Behandelten kann es durch Calcium-Antagonisten vom Nifedipin-Typ zu Kopfschmerzen oder zu einem aufsteigenden Wärmegefühl kommen. Insbesondere zu Beginn der Behandlung. 6 bis 8 von 100 Behandelten bekommen bei Calcium-Antagonisten vom Verapamil-Typ Verstopfung. 1 bis 2 von 100 Kopfschmerzen. Durch die gefäßerweiternde Wirkung kann sich verstärkt Wasser im Gewebe einlagern, vor allem an den Füßen und Unterschenkeln und insbesondere bei hoher Umgebungstemperatur. Bei manchen Wirkstoffen sind bis zu 2 von 10 Behandelten davon betroffen. Wenn die Schwellungen sehr ausgeprägt sind oder sich deutlich verschlimmern, sollten Sie mit dem Arzt sprechen. Grapefruit oder Grapefruitsaft verstärken die Wirkungen beim Calcium-Antagonisten vom Nifedipin-Typ und von Verapamil und damit auch die blutdrucksenkende Wirkung. Verapamil kann zudem die Wirkung von Alkohol verstärken. Wenn Sie sich zu Behandlungsbeginn schwindelig oder müde fühlen, sollten Sie kein Fahrzeug lenken und keine Maschinen bedienen. Insbesondere zu Beginn der Behandlung können vor allem durch Mittel vom Nifedipin-Typ Angina pectoris-Anfälle auftreten oder eine bereits bestehende Angina pectoris kann sich verstärken. Schmerzen hinter dem Brustbein, die möglicherweise auch in Bauchrücken oder Kiefer ausstrahlen. Calcium-Antagonisten vom Verapamil-Typ dürfen Sie nicht einnehmen, wenn Sie bereits einen Herzinfarkt mit Komplikationen hatten oder wenn Sie ein schwaches Herz haben oder Ihr Herz krankhaft langsam schlägt. Manidipin kann eine Parkinson-Krankheit verschlimmern. Falls sich die damit verbundenen Symptome verstärken, sollten Sie einen Arzt aussuchen. Wenn Sie schwanger werden wollen, sollte der Arzt Ihnen vorsichtshalber zum Beispiel Methyldopa als besser erprobtes Medikament zur Blutdrucksenkung verordnen. Die Kombination von Calcium-Antagonisten vom Verapamil-Typ mit anderen Medikamenten, die den Herzschlag verlangsamen, kann die Herzfrequenz besonders stark bis hin zum Herzstillstand absinken lassen. Dazu gehören Beta-Blocker wie zum Beispiel Metoprolol oder Propranolol, ebenfalls bei hohem Blutdruck, oder Antiarrhythmika wie zum Beispiel Amiodaron, Dronedaron und Flecainid bei Herzrhythmusstörungen. Wenn Sie Diltiazem oder Verapamil einnehmen, dürfen Sie deshalb keinesfalls gleichzeitig einen Beta-Blocker gespritzt bekommen. Calcium-Antagonisten vom Verapamil-Typ verstärken die Wirkung von digitales Glycosiden, in Klammern bei Herzschwäche, für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Für Amlodipin liegen Erfahrungen für Kinder zwischen 6 und 17 Jahren vor. Nifedipin ist zwar nicht für die Anwendung bei Kindern zugelassen, wird dort aber seit langem eingesetzt. Insbesondere in Kombination mit anderen blutdrucksenkenden Medikamenten für Schwangerschaft und Stillzeit. Calcium-Antagonisten sollten möglichst nicht eingesetzt werden, bis auf retardiertes Nifedipin, das in der Schwangerschaft als Reservemittel gilt. Das gilt auch für die Stillzeit. Es liegen nur wenige Erfahrungen für den Einsatz von Diltiazem während der Schwangerschaft vor. Im Tierversuch ergeben sich Hinweise auf Fehlbildungen beim Ungeborenen. Diltiazem geht in die Muttermilch über.
Für Verapamil liegen ebenso nur wenige Erfahrungen für die Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit vor. Daher sollte als Mittel der Wahl zur Behandlung des hohen Blutdrucks in diesen Zeiten zum Beispiel Methyldopa eingesetzt werden. Für ältere Menschen, langwirkende Calcium-Antagonisten wie Amlodipin oder Nitrendipin in möglichst niedriger Dosierung gelten, insbesondere bei älteren Menschen als Mittel der Wahl zur Behandlung des hohen Blutdrucks. Nicht retardierte Zubereitungen von Nifedipin können bei älteren Menschen dagegen zu einer erhöhten Sterberate führen. So, es geht weiter mit Calcium-Antagonist und Diuretikum. Tschüss.